Hallo meine Freunde, ist auch wieder hier mit dem Let's Play Pokémon Y. Das war dumm, weil ich hier noch rein wollte. Was gibt's hier? Hier gibt's erstmal ein Item. Ich nehme natürlich den kürzesten Weg, anstatt den Weg außenrum. Ja, ein Garmokless. Null Chance gegen mein Glutexo. Glut. Poms. Und das war's. Stimmt, die Todesanimation von... Sterber, Todesanimation, die Animation von ihm haben wir noch gar nicht gesehen. So. Level 20 schon. Wobei ich mich aktuell noch frage, aus der vorletzten Folge noch, welches Level wohl Gengar hat. Ein Power Heiler. So. So. Natürlich ist hier ein Gegner. Nimm dich in Acht, ich werde dich besiegen. Mein erster Schritt auf dem Weg zum Supertrainer. Was bist du denn? Eine Trainerhoffnung? Nee, ein Teenager. Achim möchte kämpfen. Ein Gnibunkel. Okay. Go Pikachu. War Gnibunkel schnell oder langsam? Fuck it, es hat nur 11. Level 11. Boom. Das war's. Jawoll. Pikachu haut leicht rein. Bibor, nein. Bibor ist aber noch anfälliger. Gucken wir mal, ob ein Donnerschock reicht. Und, what the fuck. Das stimmt, der Käfertyp, ich habe ihn vergessen. Ich weiß nur auf Fluch. Auf den Flugtyp. Hatte ich gedacht, er hätte nur den Flugtyp. Wie kam ich bei Bibor nur darauf? Das reicht. Das reicht. Das reicht? Dankeschön. Stirb. Mistviech. Okay. Hab's verstanden. Es gibt auch fette Erfahrungspunkte. What the fuck? Routinat. Alter. Damokles. Damokles Nummer. Verfolgung. Oh, Verfolgung ist nicht schlecht, da kann der Metallsound weg. Ich weiß nämlich jetzt nicht, welches Gamoklass welches ist. Das zweite sollte jetzt auch dann, ja. Deswegen lasse ich jetzt einfach beide Verfolgungen lernen. So, Verfolgung. So, das ist ein Fehltritt. Ja, das ist korrekt. So. Ich werde es dann wahrscheinlich demnächst so machen, dass ich, Pokémon, die ich nicht so extrem, weil ich möchte mich ja nicht overleveln. Ich möchte Garmokless natürlich auf das Level von den anderen bringen, aber ich will es halt nicht total overleveln. Da ist eine TM. Gift Shock. Ich habe leider kein Gift-Pokémon. Okay. So. Jups. Bin ich wieder am Ende. So, aber bevor ich Relaxo wecke, möchte ich gerne noch ins Pokémon Center. So, weil jetzt können wir uns... Ich habe zwar gesagt, dass wir es eigentlich in der letzten Folge schon machen wollten. Also in der vorletzten habe ich gesagt, wir machen es in der nächsten Folge. Erstmal heilen. Heilen. Ja. Und wir nehmen Gamokless erstmal mit. Dum, du, du, dum. So. So. PC. Jemand das PC... War ein neuer PC? Daten ansehen. Ach so, kann ich mir die Fotos angucken. Okay. Ablegen tun wir. Das Gamokless mit dem Hören. Ah! Gamepad. Nee, mit dem Hören an. Mit dem niedrigeren Angriffswert. Das heißt, nicht hier. Legen wir ab. Da ist übrigens Gengar. Und dann. Ich würde mir gerne mal Gengar ansehen. Level 33. Also ich kann es aktuell noch nicht mal einsetzen. Konfusschall, Tiefschlag, Finsterfaust und Spukball. Okay. The fuck. What the fuck, auch noch ein geiles Wesen. Nee, Finsterfaust und Tiefschlag sind alles Dinges. Also ich würde... Spukball ist da.
What the fuck, wie viel zieht ein Spukball bei den Werten? What the fuck? What the fuck, kann man mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob ich es überhaupt nutzen soll. Ich meine, es war wirklich nur ein Test. Ich meine, es wäre nicht irgendwie gegen irgendwas. Ich habe durch eine normale Spielmechanik bekommen. Mein Gott. So, du erstmal nach vorne. Nein, ich will dich... So, tausch mit dir und rotiere dann nach ganz hinten. So wie ich es immer sortiere. Halt das schwächste Pokémon vorne und das stärkste nach ganz hinten. Ach, jetzt weiß ich, warum ich so viel Kohle gekriegt habe gerade. Pikachu Trag hat erst... Der ist... weitergeben. Das ist eine sehr coole Option. Darf ich das mal so sagen? So, jetzt gehen wir das Relaxo wecken. Guten Tag. Ah, da seid ihr ja wieder. Sagt bloß, ihr habt es geschafft, die Pokéflöte zu besorgen. Yo. Danke. Du bist der Einzige, der darauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass es Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es wecken. Seid ihr bereit? Ja, komm. Es fühlt sich gut an, die Pokéflöte wieder in Händen zu halten. Los geht's. Und das gleiche Lied wie immer, oder? Relaxo hat seine Augen weit aufgerissen. So gut es ihm geht. Sehr gut. Relaxo. Oh mein Gott, es steht. Das ist Level 15. Oh, es war ein Schwertanz hier. Schwertanz. Lass mal Angriff verdoppeln. Schlecker. Es kann Schlecker. Okay. Das ist sehr effektiv. Zornklinge. Das hat nicht viel Schaden gemacht. Erholung. Oder was war das? Ne, Einigler. Verteidigung steigt. Zornklinge. Aha, Schlecker. Ah, eventuell stirbt es. Aber ich möchte Relaxo versuchen zu fangen. Zornklinge, dann sollte es ziemlich wenig HP übrig haben. Es hat eine Beere. Natürlich. Trisubbeere, ein Igler. Dann sollte... Ich hoffe mal, dass Zornklinge es jetzt nicht tötet. Sehr gut. Amnesie. Das heißt, Spezialverteidigung steigt stark. Pikachu muss raus. Damit ich es paralysieren kann, um es versuchen zu fangen. Das finde ich sehr cool, dass man Relaxo hier so früh bekommt. Schlecker. Oh mein Gott. Donnerwelle. Elektroball würde hier massiven Schaden anmachen, fällt mir gerade ein. Weil Relaxo ist nicht gerade das schnellste Pokémon der Welt. So, ein Igla, sehr schön. So, Beutel. Bälle, Pokéball. Go. Einfach Pokéball erstmal. Mal schauen, ob es was bringt. Na, schade. Es war knapp. Ist paralysiert. Soll ich versuchen? Ich versuche es noch ein bisschen zu schwächen mit Ruckzuckhieb. Na komm. Ah, wunderbar. Roter Bereich. Ein Volltreffer war das sogar. Versuch's nochmal. Es kann auch scheinbar keine Erholung. Sonst hätte es die schon gemacht. Weil, wenn es Erholung könnte, wäre das ein sehr, sehr, sehr frustrierender Kampf. So, ich möchte aber versuchen, es mit Pokéball zu fangen. Oder auch nicht. Ich nehme, glaube ich, doch besser einen Superball. Na komm. Nehmen wir einen Superball. Schauen wir nochmal, was es gibt. Superball. Yes. Na komm. Nein. Lass den Quatsch. Komm. Geh da rein. Ich will, dass du da reingehst.
Ich glaube, ich steige doch wieder auf Pokebälle um. Die Chancen sind da zwar niedriger, aber da habe ich mehr von. Go, Pokéball! La 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 la. Verdammt. Das kann auch noch Tackle. Autsch. Na komm. Bleib da drin. Ich möchte dich nicht besiegen, ich möchte dich fangen. Na komm. Ach Mann! Willst du mich eigentlich verarschen? So. Komm. Amnesie. Ich meine, es hat jetzt bombastische Werte. Es könnte so ziemlich heftige Attacken aushalten. So. Viel niedriger kann ich es nicht mehr schwächen, weil es jetzt wahrscheinlich nur ein HP hat. Na komm. Bälle. Pokéball, go. Yes. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich glaube ja. Pokéball. Goes. Na komm schon. Was da drin? Meine Herren. Gibt's das denn? Ball, Pokéball. Ich will Relax so haben. Ich weiß, dass ich gerade Bälle ohne Ende verschwende. Wow. Tschüss, Pikachu. Okay, nächstes Pokémon rufen. Glutexau. Wenn du tatsächlich gerade nur dafür da bist, dass ich Pokébälle werfen kann. Na komm. Ich hätte doch vorher Pokébälle kaufen sollen. Na komm. Bleib da drin. Dankeschön. Relaxo wurde gefangen. Da. Erstmal fett Erfahrungspunkte Schub. Und Garmokles kommt ein bisschen mit dem Level hinterher. So. Relaxo. Sein Magen kann jede Art von Nahrung verdauen, selbst wenn sie verschimmelt und verdorben ist. Nein. Mit 500 Kilo war ich beim letzten Mal gar nicht so schlecht mit dem Gewicht. 460 waren es. Unglaublich, du hast Relaxo gefangen. Wow. Na komm. Oh. Das Einzige, das ich mit dieser Pokéflöte machen kann, ist, sie zur Schau zu stellen. Aber du spielst ja schon auf ihr. Seit du klein warst, du lockst ihr wahrlich einen lieblichen Klang. Sieht so aus, als liebe auch mein Käufer den Klang dieser Flöte. Aber natürlich nicht so sehr, wie es meine Farblast Feuerwehr gibt. Das ist klar. Ja, klar. Dein Flötenspiel klang früher irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich überlasse dir die Flöte. Am besten übst du. Ich erlasse dir deine Schulden. Warum nicht? Weil die Pokéflöte war ja nur irgendwie als Fun, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Was eben wirklich ein erster Schritt in Richtung Versöhnung? Wie dem auch sei, ich würde sagen, alles ist gut. Ich frage mich, was wohl jenseits der Brücke liegt, auf der Relaxo geschlafen hat. Ich gucke erstmal ins Pokémon Center. Dum. Ich finde diesen Schub, den man kriegt, ehrlich gesagt, wenn man zweimal in die gleiche Richtung tappt, sehr schön. So. Du. Heile meine Pokémon. Und du willst nichts dafür haben. Nein, das ist das Lied von jemand anderem. Ich fange hier bestimmt nicht an zu singen. So. Yay. Pokémon. Gucken wir uns Relaxo mal an. Ein Normaltyp-Pokémon. Ja, aber es kann zerschneider, ne? Stecker Amnesie einigen gelassen, hatten wir schon. Initiative runter, noch weiter und den Spezialangriff dafür weiter gestiegen. Okay. Hätte ich bei Relaxo nicht mal ein Problem mit, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, habe ich bei Relaxo gar kein Problem mit, dass es arschig langsam ist. Ist doch geil. Arschig langsam, fette Verteidigung und dann bizarrer Raum. Aber wir legen es erstmal ab. Und mir fällt gerade auf, wenn du keinen Zerschneider lernen kannst, dann weiß ich aber nicht. Vor allem, du könntest es sogar ziemlich gut gebrauchen. Weil du hast doch sowieso, Schauen wir mal nach. Ich brauche ja wenigstens ein Pokémon, was Zerschneider kann.
ich gerne Büsche zerschneide. Einsetzen. Routina kann auch Zerschneider lernen, okay. Karamokles soll Zerschneider lernen. Ja. Ja. Wie stark ist Tickle? Tickle ist genauso stark, aber hat eine leichte. Was denn hier? Ja, da kommen immer Tickle weg. Verfolgung? Verfolgung ist eigentlich ganz lustig, wenn es klappt. Ja, kommen immer Tickle weg. Auch wenn es eine leicht schlechtere Volltrefferquote hat. So. Das ging schnell. Das ist sehr angenehm gehalten, ehrlich gesagt. Das haben sie schön verbessert. Das fand ich in den vorherigen Editionen immer etwas nervig. So. Dann wollen wir mal schauen, was jenseits der Brücke liegt. Ah. Ist irgendwie irgendwas aus meiner Beere schon gewachsen? Wenn wir gerade nochmal hier sind. Später kann ich ja nur mit, wenn ich irgendwann mal fliegen habe, hier wieder hin. Ah. Blüten. Okay. Und weg hier. Schauen wir mal. So. Ah, die Pension, wenn ich das richtig interpretiere. Hey, Lord Zed. Travan und Tomato meinte, er würde gerne die Poképension gehen. Gehen wir zusammen hin. Hey, du. Ja, komm mit. Hier kümmert man sich mit Freunden um seine deine Pokémon. Das nehme ich, das Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst gerne bis zu 2 Pokémon bei uns in Pflege geben. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es von Vorteil ist, wenn man 2 Pokémon in Pflege gibt. Das stimmt. In diesem Fall kommt es natürlich durchaus vor, dass wir sowas wie ein Ei finden. Ja. Und das dann mit dir herumträgst, schlüpft aus irgendwann ein Pokémon. Echt? Aus so einem Ei irgendwann? Mann, aus so einem Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus? Das sollte ich vielleicht gleich mal ein paar Pokémon hinterlassen. Mehrere gleiche Pokémon, die mit identischen Tanzmoves. Das eröffnet sich mir ganz neue Choreografie. Das ist kein schweres Wort. Choreografie-Möglichkeiten. Möchtest du. Nein. Ich möchte mich. Sachen natürlich geben. Neue Tanztruppe. Tschüss. Okay. Hast du was für mich? Pokémon, die aus allen Schlüpfen verfügen, manchmal über gleiche Attacken wie die Pokémon, die sie im Pflegeperson. Ja, das Vererbe-Attacken. Das ist sehr interessant. Aber jetzt gerade nicht für mich. Es ist eigentlich mal schön, dass man auch mal andere Pokémon da sieht. Nicht unbedingt, dass ein Pikachu wieder drin. Was machst du da? Hey, das ist ja, hast du diese gesehen? Du Miesel? Nee. Nur ein Flabibi. Hehehe. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich stark gegen Fee? Das hatte ich zumal gerade keine Wirkung auf meins. Wahrscheinlich wäre es normaler. Bekommen wir auf Verfolgung. Verfolgung macht nicht so effektiv, okay. Und die Attacken ist also nicht so effektiv. Schwetterns, Roms. So. Zerschneider. Feenbrise. Das ist nicht sehr effektiv. Roms. Habe ich was gegen Feen-Pokémon schon mal dabei? Stimmt, Stahl war ja. Hat Stahl? Ich glaube ja. Stahl war nicht sehr effektiv auf. Feen-Attacken waren nicht sehr effektiv auf Stahl-Pokémon. So rum. So. Was soll man denn hier drüben nehmen? Violetten Buschen. Violetten Blüten. Eine Pikolente. Okay. Warum nicht Wasserflug? Apropos Wasser. Nee, da war ja was. Schwertanz. Ich müsste ja noch ein Wasser-Pokémon haben. Aber ich möchte keine Wasserflug. Das Wasserflug ist ziemlich. Ein bisschen anfällig vielleicht für Elektroattacken. Das möchte ich nicht, das mag ich nicht. So. Was war das? Ja, was auflockern oder was? Habe ich da gerade richtig gelesen? Auflockern? Na komm, weg mit dir. Aquarelle. Der Fug. Sah sehr geil aus. Okay. Na komm. Sehr schön.
Rassist-Teams halt auch Erfahrung. Nee, hey, hey, ich möchte eigentlich Kamo-Klasse im Moment ziemlich gut trainieren, eigentlich nur. Was bist du denn? Wenn jetzt der Kampf wäre, jetzt genau das Richtige, um mein Gefühl zum Kochen zu bringen. Ja. Okay. Künstlerin Shihiro. Okay, ja. Ich hätte eigentlich mit rechnen müssen. Nur Frage, was kannst du? Wenn ich jetzt Zerschneider auf dich einsetze, es kann Glut? Warum kann es Glut fucking nochmal? Okay, es kann Glut. Das ist schon mal ziemlich ungünstig. Und ich kriege einen Anruf. Oder was? Ja, Moment. So, Lele, da bin ich wieder. Jetzt kann ich auch weiterspielen. Nein, ich wollte keinen Rucksack geben. Ich wollte Elektroball machen. Fuck it. Fuck die Steuerung. Durchbruch. Why not? Ja, Farbigel, das einzige Pokémon, was sämtliche Attacken erlernen kann. Das ist ziemlich krank, ist aber okay. So. Na komm. Du checkst auch recht, Level 29. Okay. Masse. Hast du irgendwas, was ich sowieso nicht einsetze? Ah, vergiss mal Rauchwolke. Initiative senken ist nie verkehrt. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt die Unterbrechung gemacht habe. Der Massengeschwitz. Und richtig Kohle, weil. Gamma Class ja das. Den Dinges trägt. Den. Epitaler. Den. Epitaler, so ein Bullshit. Dies Münzamulett. Das versorgt, dass ich wahrscheinlich nie wieder Geldprobleme haben werde. Ich wollte auch nicht mit der. Ach, ich bin jetzt immer noch doof mit der Steuerung. Ich habe übrigens mal nicht nachgesehen. Eine Option kann man die Steuerung vielleicht umstellen. Was die Standard Knopfbelegung normal. Okay. Kann man nur das umstellen? Egal. Nur das Texttempo letztens hochgestellt. Sag mal, Zara, wie viele Pokémon hast du bisher schon gefunden? Wenn du willst, lass uns doch immer unsere Zahlen vergleichen. Eine Pokémon-Artkampf, was? OZ hat bisher. Okay, ich habe 52, dagegen komme ich nicht an, ich habe verloren. Okay. Du hast ebenfalls ein Trassler gefunden, LotZ. Das ist großartig. Die gleichen Pokémon gefunden zu haben, macht mich total froh, findest du nicht auch? Ich habe Trassler gesehen. Ich finde das übrigens sehr dämlich, von wegen gesehen und gefangen, dass das, ja, das geändert wurde. Ist sehr dumm. Aber okay. Tschüss. So. Yes, X-Spezialverteidigung. Yay, wie sieht denn der eine da aus? What the fuck? Saulgott. Okay, ist in Ordnung. Hui, wenn du uns Model stündest, käme da bestimmt ein Meisterwecker raus. Okay. Ist Doppelkampf? Tatsächlich. Künstlerfamilie Leo und Nardo. Farbigel und Farbigel. Was können die denn jetzt für Attacken? Gamokles und Pikachu. Okay. Schwertanz. Elektroball. Ist auf jeden Fall schon mal das Schnellste. Das heißt, es macht mehr Schaden. Sehr schön. Clairsmog. Und das ist eine Kampfverfolgung. Sehr gut. Schwertanz. So. Dann wollen wir nochmal loslegen, ne? Zerschneider. Elektroball. Und Roms. Clairsmog. Ja, was dir nichts bringt. Ja, das. Mag zwar sehr effektiv sein, aber du hast trotzdem null Chance. Null Schnitte. So. Level 15, sehr schön. Na komm. More Angriff, please. Level 20, aha. Na komm.
Über Peter, da kriegt der Rest des Teams auch Erfahrungspunkte. Nee. So, Donnerwelle. Bist du schon mal lahmarschig? So, Konfusion kannst auch noch. Fuck. Ja, es haut rein. Fuck. Doppelt im Angriff haut das Viech echt rein. So, was war dies? Jenes, Enis. Yay. Was der Werk, den Kampf werden wir nie vergessen. Na komm. So, Beutel. Na komm, ich will da raus. Oder auch nicht. Ich will lieber gegen ein Pokémon kämpfen. Gegen... schon wieder. Yes. Und... wollen wir mal gucken, wie viel Schaden machst du, wenn ich jetzt das mache? Also dies. Ich hatte gar nicht geguckt, was hast du denn für... Spezialfähigkeit, was? Schweben? Das ist nämlich sehr geil. Bodenattacken beim Start-Pokémon, die nicht wirken. Jo, das ist hart. Zerschneider. Passt irgendwie zu dem, zu Glamorkes. Yes. Yay. Skorokuchi kurz noch nach. Habe ich eben gar nicht darauf geachtet, ob es Schweben hat oder nicht. Pokémon. Es wird sogar angezeigt, dass es eine VM hat. Okay. Ne, Schildlos. Alle Attacken. Das sind auch das Pokémon gelingen. Moment, Moment, alle Attacken des und auf das Pokémon gelingen. Das heißt, die Attacken, die Grammok das einsetzt, treffen auch immer. Oder verstehe ich das gerade falsch? Ich weiß es nicht. Es sieht nach Arena aus. Na, Zara, wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Man nennt es Kampfschloss. Wenn ich nur mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Ränder der Kalos-Rosigon zu besiegen. Kampfschloss zeigt die Stärke. Okay. So, nochmal. Kampfschloss. Ah, Viola. Ich würde mal sagen, diesen Dialog widmen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Pokémon Y. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.